Stehe ich immer noch? Ich habe immer noch meine Welpen auf dem Schoß. Und weigere mich, hier mit Sinn und Verstand durchzugehen. Weil ich so genervt bin, dass ich hier so ewig drin hänge. Aber jetzt habe ich erstmal überhaupt verstanden, was ich machen soll. Ja, peinlich genug, ich weiß, aber ich habe irgendwie den Zusammenhang nicht geschnallt. Und dann turnt immer der Hund um mich rum und lenkt mich ab. Ja, so sieht's aus. Den Schatz habe ich. Da geht's an mir rüber. Da muss ich was draufstellen. Hier muss ich auch was draufstellen. Achso, ja natürlich, meine Holzkiste, dafür ist sie doch da. Ja, ich bin konfus für die Zeit. Aber ich habe jetzt irgendwie, weiß ich jetzt, wie ich. Das heißt noch lange nicht, dass ich das jetzt auch kann, aber ich weiß jetzt zumindest wie. Oder den Laser kommen lassen. Super, weil ich mich jetzt nicht umdrehen kann, um zu gucken. Mein Welpen hat schon wieder gepupst. Das vergast mich. Na, ich bin heute voll lange Auto gefahren, wahrscheinlich. Was ist das? Bask in my radiance, let alone touch me. Also sowas Dämliches. Das ist echt überhaupt nicht schwer. Ich hab mir voll überlegt.
Was ist ein netter Startpunkt. Mal lauthals jammern, weil mein Welpen dann aufwacht. Oder fällt mir ein, ich habe Obstsalat. Bin ich? Wieso bin ich hier? Was? Was? Achso, stehe. Morgen hole
tun, als dürfte sie es nicht haben? Die Sachen, die sie nicht haben darf, sind nicht interessant, haben wir gemerkt. So. Same, same. Schweige ist das mauliges Schweigen. Weil mich das total nervt. Weil ich das nicht hinkriege. Weil es jetzt wirklich nur noch ein kleiner Schritt ist. Und ich es mir durch meine eigene Ungeduldigkeit verbringe. Ich
nicht schlecht aus, finde ich. Streckt sich. Yeah. Kann es jetzt mal ein bisschen einfacher werden, bitte? Oh Gott, das wird knapp. So, ne? Wie, es geht jetzt kaputt. Ich raste aus. Wirmelt sich von meinem Schoß. Nee, aber es ist auch anders, glaube ich. Wartet. Nein, nein. Nein. Das ist nicht fair. Oh, mein Welpenschmuck. Das fühlt sich wohl. Ich will hier doch aber mal gleich die Orientierung. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Nein. Nein. Ich muss alles nochmal machen. Ich hasse es. Ach, jetzt ein Schatten. Kann mal bitte jemand rüberkommen und das für mich spielen? Ich wollte sagen, den Obstsalat kann ich gar nicht essen, um gute Laune zu kriegen. Kann ich aber doch. Nächstes Mal vielleicht oder übernächstes Mal oder auch erst in 100 Jahren oder ich suche mir jemanden, der das kann. Auf jeden Fall werde ich ihn speichern.
Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Let's Play. Bis bald.